Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichel. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserer gemeinsamen 125. Eichkugelwanderung am Freitag, dem 24. Juli 2020. 24. Juli, in 5 Monaten ist Heiligabend, aber was die Geschenke betrifft, da kann der 24. Juli vielleicht auch schon ein bisschen mit dem 24. Dezember mithalten, denn heute haben wir hier, ich bin, wie Sie sehen, nicht am Eichkugel, sondern hier sieht man ein Spitzel davon, in der Burg Gars oder am Abhang des Burgberges. Hinter mir ist die Gemeinde Gars am Kamm. Hier sehen Sie das China-Zentrum von Willi Dungl. Hier sehen Sie den Kampfluss, der führt sehr viel Wasser durch die Regenfälle der vergangenen Tage. Und wenn ich jetzt noch einmal mich umdrehe, hier hinten sehen Sie dann ganz verborgen das villenähnliche Schlösschen der Waldpension und davor die Villa von Franz von Zuppe. Sie erinnern sich, wir haben ihn schon einmal besucht hier in Gars am Kamm. Ja, denn hier gibt es heute ein Geschenk in der Burg Gars am Kamm an unseren Freitagabenden, wo wir immer einen literarisch-musikalischen Event, wie man auf Neudeutsch sagt, machen. Gibt es heute das Treffen von zwei wirklichen Ausnahmemusikern der österreichischen Szene. Otto Lechner, der hier unten wohnt, wird gemeinsam musizieren, er auf der Harmonika oder mit der Harmonika, und Harry Stoiker, der prägende Erfinder des Gypsy Soul in Österreich, wird auf der Gitarre sein. Sie werden mit einem Bassisten zusammen musizieren. Und dazu wird es Texte geben, Gedichte, Liedtexte über die Kunst und Kultur der Roma, nicht nur in Österreich, gelesen von Anne Bennent, der großen Schauspielerin, die ja die Ehefrau von Otto Lechner ist. Ich gehe jetzt über die legendäre Barockstiege, die vor einigen Jahren renoviert wurde, hinauf in den Burghof. Hinter mir sehen Sie jetzt noch die Silhouette der Stadt, und wenn ich mich hier umdrehe, sehen Sie die steile, aber wunderbare Barockstiege in die Burg. Und da gehe ich jetzt in den Hof und freue mich auf Otto Lechner und Harry Stoiker und werde Ihnen dann morgen berichten, wie Sie am heutigen Abend die Burg zum Glühen und Schwingen gebracht haben. Schönen Abend.